Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und mit dabei ist wieder der Livestream-Chat, der mit mir zusammen, mit euch zusammen, die neue Kampagne Uprising entdecken möchte, die hier weitergeht im gähnenden Portal. Im gähnenden Portal geht es weiter, der Hafner. Drei Seiten hat eine neue Quest für uns. Und das ist ganz schön. Da hatte Phoenix eben schon gesagt, dass er das ganz cool findet. Da stimme ich ihm völlig zu. Denn er hatte nur am Anfang eine kurze Rolle und danach ging es gar nicht mehr bei ihm weiter. Genauso wie auch der Alchemist. Da hieß es ja auch ein bisschen, oder die Quest von ihm klang ja so ein bisschen danach, als wäre das etwas, was man regelmäßig machen könnte, um an die Tränke ranzukommen regelmäßig. Aber es gibt irgendwie keine weitere Möglichkeit, bei ihm Aufgaben zu erfüllen. Tja, ja. Wer weiß, wer weiß. So, genau, Real Steel, das wollen wir uns hier angucken, was es Neues gibt, was es Neues gibt in dem neuen. Beim letzten Mal haben wir die Schatzladen ja schon geöffnet, 56 der Schatzladen haben wir geöffnet, relativ Glück gehabt, wir haben immerhin eine epische Reitriesenkröte gehabt und bevor wir mit drei Seiten reden und uns die Quest holen, wollen wir uns natürlich noch den Schatz holen, den Promo-Schatz, die Schatztruhe des Sternenhafens, die man entweder hier direkt auf der Hauptseite bekommt oder in Protectors Enclave beim Belohnungsagenten oben im oberen Stadtviertel. Die holen wir uns einmal. Wir haben uns schon einmal eingeloggt, damit auch die Gith-Rasse freigeschaltet, die wir uns angucken, wenn wir das neue Tutorial anschauen. Wir kriegen, wie ihr seht, ein paar Veredelungsgegenstände, ein paar Verzauberungen, einen Blutrubin und Rabattmarken für Gefährten, einen kostenlosen Stein der Gesundheit. Den nehmen wir doch mal mit. Warte mal, auf was ist der? Der ist... Ah, ist egal. Der ist jetzt da. So. Das ist er. Er ist jetzt da. Account gebunden. Das ist völlig in Ordnung. 5 Schutze der Bewahrung. Das nehmen wir auch sehr gern zum Veredeln. Und wir haben noch eine Truhe. Da haben wir leider nicht ganz so viel Tolles drin. Die Geschenke der Djinn, das ist ganz schön für die alten Kampagnen, dass man da nochmal ein bisschen schneller vorankommt. Das werde ich gleich mit dem Paladin nutzen, um ihn ein bisschen weiter voranzubringen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz wieder in den Chat gucken, was da gerade so passiert. Quip, wie Verzauberung Account gebunden zu machen, das stimmt. Die Account, ich finde auch, dass man wenigstens eine Möglichkeit haben sollte, Real Steel, dass man charaktergebunden auf Account gebundene Sachen ändern könnte. Also, vielleicht, wie du sagst, entweder automatisch alles oder dass man sagt, dass es irgendwie einen Gegenstand gibt, einen Zen-Gegenstand zum Beispiel, um Account-Bindung zu erzwingen. Nicht, also die Bindung nicht komplett lösen, aber wenigstens Account. Das wäre schon wirklich sehr schön. Das stimmt. Sieht doch voll aufgeräumt aus. Ja, es sieht sehr aufgeräumt aus bei mir. Auch meiner Bank sieht es sehr aufgeräumt aus. Zum Thema aufgeräumt. Es gibt einen neuen Beutel. Für jene, die das gleiche Problem wie ich, dass sie alles sammeln, gibt es jetzt den verstärkten nimmervollen Beutel, der 42 Inventarplätze bereithält. Diesen kann man sich ab jetzt kaufen, falls einem das Inventar zu voll wird, wie mir. Aber auch hier würde ich sagen, wartet, bis ihr einen Gutschein habt. Es gibt ja diese Gutscheine hier auch durchs Beten. Und da gibt es ja einen mit 20% auf alles außer Tiernahrung. Und dann kostet es nicht mehr 1057. So, genug rumgequatscht. Du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Denn wir wollen natürlich Betracht machen später. Unser Inventar ist nicht so voll. Bringt aber weniger Eingaben im Ingame-Shop. Ja, das stimmt, aber dann vielleicht mit einem Zen-Gegenstand. Dass man halt per Zen-Gegenstand das die Account-Bindung erzwingt, dann müsste man sich auch irgendwie Zen mit besorgen. So, drei Seiten. Ich hoffe, es gefällt euch hier im gähnenden Portal. Schatten und Weltraum. Ich grüße euch. Ihr habt eure Fähigkeiten bereits mehrfach unter Beweis gestellt und ich habe nun eine weitere Aufgabe, die euch wie auf den Leib geschnitten ist. Cavathos sucht wieder nach fähigen Abenteurern. Es geht um irgendwelche magischen Störungen im Unterberg. Das ist dort unten eigentlich nicht ungewöhnlich, aber er scheint dennoch recht besorgt zu sein. Ihr findet ihn oben im zweiten Stock. Warum der? Warum der? Es könnte jeder sein. Wirklich jeder. Mir wäre selbst Valindra lieber. Da könnte Valindra oben stehen und mir einen Auftrag. Ihr Auftrag würde ich definitiv erfüllen. Aber da könnte jeder oben stehen. Aber warum Cavathos? Ach Gott. Wir können die Quest einfach abbrechen. Wir machen sie einfach nicht. Das ist Uprising. Es gibt nichts Neues. Nein, wir machen das schon. Okay. Ich hasse Cavathos.
Pay-to-Win ist es kein Pay-to-Win. Neverwinter ist das eins der wenigen kostenlosen MMOs, die ich kenne, die kein Pay-to-Win sind. Weil man alles sich erspielen kann und keines der Gegenstände aus dem Zen-Laden einen super weit bringen im Vergleich zu den Dingen, die man im Spiel sich normal erspielen kann. Also die sind ja nicht vergleichbar stärker als, was weiß ich, das Equip, was man zum Beispiel durch die Meisterexpedition bekommt. So, hallo! Kavatos, ich könnte dir auch einfach meinen Gleisen... Warte mal, das klingt falsch, wenn ich sage, ich könnte dir meinen Gleisen den Speer an den Hals rammen. Das klingt falsch. Nee, das werden wir nicht aus dem Kontext reißen. Vielen Dank. Hey, Kavatos. Alte Socke. Als Dreiauge. Exzellent. Ihr seid genau die Person, nach der ich gesucht habe. Du bist nicht die Person, nach der ich gesucht habe. Eure Hilfe ist mir stets willkommen. Ich will, dass ihr euch auf eine Expedition in die Tiefen des Unterbergs begebt, um dort eine neue Störung im Gewebe der Magie zu untersuchen. Doch seid gewarnt. Ich habe Gerüchte über erhöhte Aktivitäten der Illithiden gehört. Ich weiß zwar nicht, ob sie etwas mit dieser Störung zu tun haben, aber das Auftauchen von Illithiden kann nichts Gutes bedeuten. Kann ich in dieser Sache also auf euch zählen? Ich weiß nicht. Kann ich einen der Illithiden holen und dir an den Hals setzen? Wäre das okay? Können wir das machen? Ja, ich helfe euch. Come on, Thomas. Ein Licht am Himmel. Ja, wir müssen ganz tief in den Berg, um dann ganz hoch in den Himmel zu kommen. Wir haben ja schon im Versteck des wahnsinnigen Magiers gibt es ja diese eine Sequenz, wo wir im Weltall sind, auf dieser schwebenden Plattform im Weltall. Und dort gibt es, wenn man kurz bevor man wieder runterspringt, um rauszukommen aus diesem Gebiet, sieht man in der Entfernung ein Objekt. Und das ist nicht einfach nur Hintergrund, sondern das ist ein echtes Objekt, was dort im Weltall steht und auch sich entsprechend bewegt, wenn man sich selbst bewegt. Also es ist ein echtes Objekt und das war schon ein bisschen Foreshadowing auf Weltall und dergleichen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das stimmt. Was hat Kavatos dir angetan? Er ist arroganter Magier. Arrogant und hochnäsig und hält sich für was Besseres. Deswegen mag ich ihn nicht. Ich kann nicht runterspringen. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte da runterspringen. Dann müssen wir zu Fuß gehen. Der Shop zu stark ist ohne die Boosts, beziehungsweise ohne VIP, hängt man 4 Addons hinterher. Ich habe schon sehr lange VIP, aber ich habe mir auch sehr, sehr viel einfach erarbeitet. Also ich kaufe mir zwar hin und wieder auch selbst Zen, natürlich, aber der Großteil der Zen, die ich habe, habe ich mir erspielt. Und das, finde ich, ist eigentlich dann eher kein Pay. Hüpf! Und das stimmt, irgendwie muss es sich ja finanzieren. Das ist richtig. So. Bin ich überhaupt richtig? Muss ich überhaupt in die Katakomben? Ich bin jetzt einfach in den Brunnen runtergesprungen. Muss ich überhaupt hin? Oh, ich muss hier gar nicht hin. Das kommt davon, wenn wir einfach nicht gucken, wo wir eigentlich hin müssen. So. Kavatos ist Hallas das Verbündeter. Das kann gut sein. Das stimmt. Das wird es sein. Er ist ein Verbündeter von Hallaster. Ich würde ja gerne mal wieder Valindra erleben. What? Hä? What? Muss ich denn doch da... Ist doch da oben was? Hab ich was da... Hä? Muss ich nochmal mit ihm reden? Ich dachte, ich musste jetzt runter in den Unterberg. Offensichtlich muss ich nicht in den Unterberg. Ah, ich gucke mich so gut um. Ah, ich bin so gut. Ich habe mich so gut umgeguckt. Ich hätte auch einfach da hinten einen Schritt weiter gehen können an diese Tafel, wo ganz, ganz viele Leute drumherum stehen. Nein, Katafi. Ab in den Unterberg. Ab in die Unterberg-Expedition. Es gibt einen Unterschied zwischen Pay to Win und Pay to Make Things Faster. Das stimmt. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Und selbst das ist in Neverwinter. Das stimmt. In Neverwinter ist es ein Pay-to-Make-Things-Faster. Aber
kein Pay-to-Win. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich das PvP ist und ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Mit dem neuen Modul kam ja auch eine PvP-Überarbeitung raus. Vielleicht ist das PvP jetzt ein bisschen relevanter, nützlicher, wertvoller, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist PvP ja eher... Oh, guck mal, ganz viele Elite... Oh, wow, ihr seid aber ganz schön viele. Wo kommt ihr denn alle her? Oh, okay. What the fuck? Gedankenschinder, geht mal bitte weg. Habe ich einen dabei? Haben wir einen Gedankenschinder? Haben wir einen Grasilax? Ich glaube, ich habe keinen Grasilax auf diesem Charakter. Schade, ich hätte so gerne einen Grasilax jetzt mitgenommen. Das ist ein... Das ein Elite... ein Gedankenschinder, ein Gedankenschinder... Doch hier, das ist doch, oder? Nein, das ist Markus. Na gut. Aber hey, Markus, dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Markus, guck mal hier. Die haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Ich bevorzuge die direkte Herangehensweise. Ist okay, Markus. Wir gehen direkt ran. So geht's. Ich muss... Ich weiß nicht, ob es sich jetzt... Ob es lohnt. Ich mach's trotzdem. Ich suche einfach mal nach den... Nach den Schätzen. Ich weiß nicht, ob es hier Relikte gibt, die man finden kann, aber bisher war es... okay. Geh mal bitte weg, du kleiner Mimika. Schon so, dass es im Weg von Level 70 zu Level 80 sehr sinnvoll war, die Reliquien hier zu finden, um auch die Belohnungen dann zu bekommen, die ja schon sehr nützliche Gegenstände waren. Und deswegen wollen wir das hier auch mal machen. Orks als Feinde wären auch mal wieder toll. Ja, das stimmt. Es ist alles so ein bisschen... Weiß ich nicht. Schon auch lange her, das stimmt. Vor allem, weil ja eigentlich mal, soweit ich weiß, geplant war, dass Valinor zum Beispiel wirklich wiederkommt. Und besorgt ihr eben dein Gedankenschinder als Gefährten? Ja, ich kann mich doch jetzt nicht... Ich meine, Markus ist schon okay. Markus war schon lange nicht mehr mit dabei. Das passt schon. Hey, Gehirne. Mit sowas kann ich echt nicht... Also Gehirne, das finde ich ja schrecklich. Ich mag keine Gehirne. Was ist denn das hier? Ein Trophäe. What? Wo habe ich die denn jetzt her? Das ist aber neu. Hä? Ich habe drei Tentakel. Grausige Trophäen, die als Beweis der Tötung eines Elitiden dienen und denen die Githrail im Sternhafen einen hohen Wert bemessen. Cool, cool. Ich schleppe Tentakel mit mir rum. Warum auch nicht? Wer hat nicht gerne Tentakel in seiner Tasche? Nein, ich mache jetzt keinen Japanerwitz. Ja, EA mit ihrem Star Wars, das stimmt, da haben sie richtig gut kassiert. Die haben es ja sehr falsch gemacht mit Pay to Make Things Faster. Das war ja wirklich... Also da ging... Es war ja eigentlich gar nicht möglich, überhaupt das auf regulärem Wege zu bekommen. Das ist ja halt einfach etwas, was ich finde, das in Neverwinter absolut nicht der Fall ist. Es ist schon... Ich finde, es ist schon gut möglich, auch komplett... VIP sich zu holen, ohne einen Cent zu bezahlen und auch aufrecht zu erhalten, ohne einen Cent zu bezahlen. VIP ist aber schon wirklich nützlich, also das muss man... Welche Tasche? Bringt mein neues Gehirn für mich mit? Nein, ich bringe keine Gehirne, ich töte Gehirne. Bitte, Schledi, wofür? Ich weiß nicht wofür, aber hey! Oder ging es um die Japanerwitze? Ich habe noch kein Relikt gefunden. Scheinbar gibt es keine. Muss ich ja gar nicht hier suchen. Offensichtlich. Offensichtlich muss ich nicht nach Relikten suchen. Ein Inquisitor. Nobody expects a Spanish Inquisition. Wahrscheinlich mal hier vorbei, aber da ist auch nichts. Okay, dann keine. Keine Reliquien. Feuer löst viele Probleme.
Richtig, Feuer löst viele Probleme. Es erschafft auch einige. Wir gucken gerade wieder Avatar. Da löst Feuer nicht viele Probleme. Es erschafft eher Probleme. Aber das schönste Gebiet von allen in der Expedition haben wir richtig Glück, dass wir genau dieses bekommen haben. Das, was ein bisschen an Escher erinnert. Oder sicherlich an Escher orientiert ist. Geh mal bitte weg, Gehirn. Ich will kein Gehirn. Hat einer von euch schon mal Gehirn gegessen? Gibt es ja. In einigen Kulturen ist das ja gang und gäbe. Und auch in einigen dörflicheren Regionen, glaube ich, gehört. Oder jedenfalls zum Beispiel, weiß ich, dass es in Schottland, glaube ich, zum Beispiel gehört. Ja, Schafsgehirn ist da ja, glaube ich. Ich möchte nicht sagen Delikatesse, aber auf jeden Fall zu essen. Ich habe persönlich noch kein Gehirn gegessen. Der Gang erinnert an Inception, das stimmt, das auch. Ja, Inception. Wobei Inception da ja auch sich ein bisschen an Escher orientiert hat. Nein, danke, ich esse kein... Ist Gehirn Fleisch? Also, wenn du jetzt sagst, du isst kein Fleisch, bist du ja bestimmt Vegetarier. Das möchte ich... Also, wie ist das denn? Es ist ja kein Fleisch. Fleisch sind ja Muskeln. Und Gehirn ist kein Muskel. Auch wenn man es trainieren kann wie ein Muskel, nur nicht mit Bewegung, ist es ja kein Muskel. Ich habe so viele Trophäen in Anführungszeichen schon. Ich glaube nicht, dass Gedankenschinder herrschen werden. Ich habe die Vermutung, dass wir das verhindern werden. Oh mein Gott. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. Yoshi, willkommen in der Kaninchenkolonie. Aber jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ach du große Güte. Warte, jetzt muss ich mal auf meinem anderen Monitor ein bisschen verschieben. So. Das ist das Problem im Livestream. Ich muss jetzt. Das ist noch der anderen. Der andere Monitor ist jetzt plötzlich noch wichtig. Zelda hat auch seinen Gang. Das stimmt. Das war auch der erste Gedanke, als ich diesen Gang gesehen habe, Karana. Hat mich das auch sofort an Majora's Mask erinnert. Da war das ja, glaube ich. Also ich kenne das aus... Ich glaube, es war mal Majora's Mask, wo dieser Gang drinne vorkam. Jedenfalls, soweit ich ihn kenne. Kann natürlich sein, dass es auch in anderen Zelda-Teilen war, aber die habe ich nicht gespielt. War es doch in Ocarina of Time? Im Schattentempel? Es sind ja Gedankenschinder, wieso sollten sie ihren Spruch ändern? Also ich meine, die Borg haben auch nie, egal wie oft die Enterprise oder die Voyager oder wer auch immer auf die Borg getroffen sind, die haben auch immer wieder das gleiche gesagt. Widerstand ist zwecklos, sie werden assimiliert werden. Ihre Fähigkeiten und tollen Dinge werden assimiliert und unserem hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, wie der Spruch geht. Was ich eigentlich wissen soll, ich habe schon lange keine Borg mehr erlebt. Borg gab's schon lange nicht mehr. Auch jetzt in Discovery. Aber da hätten sie noch nicht reingepasst. Sie hätten auch nicht in Discovery reingepasst. Es war der Waldtempel in Ocarina of Time. Kann sein. Kann auch gut sein, dass es der Waldtempel in Ocarina of Time war. Aber hier gibt es definitiv keine Relikte. Es gibt ja auch keine Anzeige an der Seite. Wir müssen hier also einfach nur schnell durchkommen. Denn ja. Wir sind schon so oft gestorben und so viele aufgestanden, dass ich schon die Theorie habe, dass wir ein Licht sind. Und es einfach nur nicht wissen. Also vergessen haben, dass wir ein Licht sind. So, alle bitte mal sammeln. Alle hier zusammen. Kommen Sie zusammen. Kommen Sie zusammen. Ja, kommen Sie zusammen. Können Sie rausgucken. Ja. So. Und auf Wiedersehen. Was, du lebst noch? Wieso lebst du denn noch? Nur weil du so ein großer bist? Ein Gedankenlenker? Wo lenkst du denn die Gedanken? Hi, Hausmeek. Hallo. Daleks sind die besten wiederkehrenden Villains. Ja, das stimmt. Die sind auch gut. Die kommen auch immer wieder. Müssen wir noch die ganzen Tentakel mal einsammeln hier. Außerdem kämpft Markus. Markus muss mal ein bisschen helfen. Nicht, dass Markus das nicht alleine hinkriegen würde. Also ich möchte da Markus und seine Fähigkeiten nicht irgendwie in Abrede stellen, aber trotzdem können wir ihm helfen. Er wird sich bestimmt darüber freuen, dass wir ihm helfen.
die Illusionstreppen. Ich finde auch, ja, im Versteck des wahnsinnigen Magiers ist das einfach so cool gemacht, dieses Asher-Gebiet, diese Treppen. So, noch mehr von den Tentakeln einsammeln. Und das letzte Gebiet. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Jaha. Oder so. Der irrsinnige, ich weiß nicht, vermutlich... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt damit mit dem irrsinnigen Magier schon wieder... Oh, Inquisitor. Boss? Nobody expects the Spanish Inquisition. Ich weiß gar nicht, ob das mit Hallaster endet jetzt. Das neue Modul. Es gibt ja einen neuen Dungeon. Aber ja... Ob der wirklich um Hallaster sich dreht oder mehr um die Gedankenschinder, weiß ich nicht. Markus ist super. Markus ist wirklich gut. Das war's. Yay! Und, was bist du denn Hübsches? Ich muss dich anfassen. Tachi Tachi. Als ihr eure Hand an dem Kristall entgegenstreckt, erscheint das Bild eines Sternenmeeres vor euren Augen und ihr spürt eine unterschwellige Veränderung in eurer Umgebung. Als das Bild sich verflüchtigt, erwacht das Bogentor neben euch zum Leben. Die außergewöhnliche magische Aura des Tores lässt nur einen Schluss zu. Es muss zu einem Ort führen, der sich weit außerhalb des Unterwerks befindet. Weit außerhalb von allem, was ihr bisher kennt und alles, was ihr jemals noch kennen werdet. Raumschiff Enterprise. Auf geht's. Raumschiff Atavariel mit seiner 2-Mann starken Besatzung. Macht sich auf, Gebiete zu erkunden, die noch nie zuvor ein Kaninchen besucht hat. Das Weltall. Karan hat in Geschichten nicht aufgepasst. Das passiert. Das muss so sein. Das ist auch nicht so wichtig. Oh. Denn willkommen zurück, Hautnick. 5 Monate Krankenhaus. Das ist nicht schön. Oh mein Gott, ist das hier voll. Und ich hätte mir weniger Höhle vorgestellt. Finde ich aber erstmal schon mal ganz gut. Das war so meine große Sorge. Also ich weiß, dass das lore-technisch passt. Es ist innerhalb der Lore. Dieses ganze Modul 17 ist Teil der Undermountain-Kampagne, die es auch als PvP, Pen and Paper gibt. Ist, glaube ich, ist schon lange da. Gibt es schon ganz, ganz lange. Ist also nicht erst mit dem neuesten D&D-Modul eingebaut worden, beziehungsweise mit dem D&D 5, glaube ich. Gibt es schon ganz, ganz lange. Und es ist innerweltlich akzeptiert. Also es ist Teil der D&D-Welt. Ich hatte ein bisschen so die Sorge, dass den Weg von High Fantasy zu Sci-Fi nicht vernünftig hinbekommen, wenn es jetzt ins Weltall geht mit Raumschiffen und so etwas. Aber das hier finde ich schon mal sehr gut, dass es wirklich immer noch eine Höhle ist, dass es Stein ist, dass die Gewänder auch aus Stein sind, die Treppen, und dass nicht irgendwie jetzt von der Fantasy-Welt in eine Sci-Fi-Welt gepackt wurde. Das finde ich schon mal sehr gut. Was bist du denn? Du hast ein seltsames, mir unbekanntes Symbol über dem Kopf. Hier leuchtet ein Buch. Und hier leuchten noch mehr Bücher. Über die Gith erfahren wir mehr über die Gith. Bitte. Die Geschichte der Gith geht auf eine grausame Wendung des kosmischen Schicksals zurück. Inspiriert von der großen Anführerin, nach der sie ihre Rasse benannt haben, erhoben sich die Gith gegen die Gedankenschinder, denen sie äonenlang untertan waren. Doch nachdem sie ihre Freiheit erlangt hatten, kam es unter den Gith zu einem Streit zwischen drei Fraktionen, die völlig unvereinbare Vorstellungen von der Zivilisation hatten, die die Gith nun aufbauen wollten. Dieser Streit artete schon bald in offene Feindschaft aus und die beiden Rassengruppen spalteten sich voneinander ab, um ihre jeweiligen Ziele zu verfolgen. Die beiden Fraktionen sind auch heute noch bittere Feinde, die sich auf Leben und Tod bekämpfen, wann immer sich ihre Wege kreuzen. Wäre schön, wenn du mit MS planlos weiterspielen würdest. Oh, stimmt, ja, das müssen wir auch mal wieder machen. Aber es ist halt... Ich muss dazu sagen, das hat mich nicht so gecatcht, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, dass es Firun ja auch nicht so gecatcht hat. Sternenhafen. Der Asteroid, der als Sternenhafen bekannt ist, wurde ursprünglich von Drachen erschaffen. What? Say what? Und kreist um den Planeten Toriel.
Dabei ist er einer von Hunderten, der den Asteroidengürtel Tränen der Selune bilden. Im Laufe der Zeitalter haben Elitiden, untote Magier und Weltraumpiraten um Sternenhafens Hallen gekämpft und sie erweitert, doch der Asteroid war schon lange verlassen, als die Gist und ihre verbündeten roten Drachen eingezogen sind. Der Asteroid erzeugt auf magische Weise atembare Luft, die seine Innenräume füllen und sich 120 Fuß um den Asteroiden herum ausbreitet. Hinter dieser Grenze wartet die luftlose Leere des Weltraums. Okay, es ist also erstmal, wie kommen die Drachen hin? Wie sind überhaupt Leute auf diesen Asteroiden gekommen, wenn dazwischen luftleerer Weltraum existiert? Seit heute, Mick. Seit etwa 3 Stunden gibt es Modul 17. Deswegen auch der Stream. Aber es ist auf Fantasy. Sie haben es auf Fantasy. Ich muss die Musik lauter machen. Wow. Alter. Okay, ich bin... Oh Gott, ich bin begeistert. Ich liebe Weltraum. Ich liebe den Weltraum. Wirklich. Ich liebe ihn. Abgöttisch. Und das hat mich gerade... Wow. Ah. Könnten Kaninchen Gänsehaut bekommen, hätte dieses Kaninchen jetzt Gänsehaut. Der Ausblick auf Toriel. Jedes auf Toriel geborene Wesen, das am Rande des Asteroidensternhaufens steht, wird nur unter größten Anstrengungen begreifen können, was sich dort vor seinen Augen abzeichnet. Denn über den gesamten Horizont hinweg erstreckt sich der Planet Toriel in seiner vollen Größe und Pracht, während hunderte von Meilen an leerem Raum zwischen dem Betrachter und seiner weit entfernten Heimat liegt. Als ob dies noch nicht ausreichen würde, um den Betrachter an seinen Verstand zweifeln zu lassen, gleiten dort auch noch rote Drachen scheinbar mühelos umher und ahlen sich auf steinernen Plattformen, die sich in den Weltraum erstrecken, als wären sie Kais in einer endlosen, unsichtbaren See. Ah. Ja, ich muss es anfassen. Ja, Karana, ich muss es... Ein Drache hat den Glitzerkristall angepatscht. Ich muss ihn anfassen. Ja, ich muss es anpatschen. Ich muss es anfassen. Ich finde die Musik schön. Das war ätherisch. Okay, für die Sounddesigner haben es schon mal richtig gut hinbekommen. Es klingt sehr schön ätherisch. Erinnert an Star Trek ein bisschen. Aber ich muss gucken. Scheiß auf die Quest. Sorry, Leute. Scheiß auf die Quest. Alter. Wie unglaublich fucking cool ist das bitte? Ich fand auch bei... Wie hieß es? Ich habe vergessen, wie das Spiel hieß, welches ich gespielt habe, wo wir im Weltraum rumgeschwebt sind. Da hatte ich auch teilweise echt Probleme, mich von dem Anblick auf die Erde loszureißen. Ja, Jump. Ja, auf jeden Fall Jump. Wo ist der Weltraum? Ich hoffe, dass die Weltraum... Doch, die sind innerweltlich... Richtig. Es gibt Weltraumhamster. Riesen-Weltraumhamster. Deswegen ist es nicht so abwegig, dass Bo wirklich ein Riesen-Miniatur-Weltraumhamster ist. Es gibt Weltraumhamster. Was ist das? Mehr über die Gith erfahren. Machen wir. Getrieben von Rachgier sind die Gith-Yankee überzeugt davon, dass es ihnen zustehe, andere Welten zu plündern. Von ihrer gigantischen Stadt Tunarath in der Astralebene aus senden sie Plündertrupps in die materielle Ebene und andere Welten, um Schätze und Sklaven in ihr zeitloses Reich zu schaffen. Gleichzeitig jagen und töten sie Gedankenschinder, wo auch immer sie sie antreffen, um sich dafür zu rächen, was die Elitiden ihrem Volk angetan haben. Oh, hier sind überall... Oh, der Älteste öffnete ein weiteres Portal. Ich kann nicht sehen, was es ist. Ich sehe auch nichts. Wer ist der Älteste? Wovon redet ihr? Hey, Markus. Was ist das? Konfliktkarte ansehen. Das mache ich später. Jetzt gucken wir uns doch mal... Jetzt muss ich mich doch leider von dem Blick mal wegreißen. Und... Ich mit dem beschäftigen, worum ist ja... Oh Gott, hier ist noch mehr Story. Sorry!
Die Githerai. Die Githerai sind davon überzeugt, dass der Pfad zu einer erleuchteten Zivilisation in der Abgeschiedenheit und nicht im Konflikt liegt. Ihre Hingabe an die Prinzipien der Ordnung ist so groß, dass sie die Materie des Chaos manipulieren und zu ihrem Vorteil nutzen können. So haben sie eine Festung für sich auf der planaren Ebene des Limbus erschaffen, die als uneinnehmbar gilt. Auch wenn die Githerai ein friedliebendes Volk sind, so empfinden sie dennoch, genau wie die Githyanki, einen großen Hass gegen die Gedankenschänder und sie senden von Zeit zu Zeit Trupps aus, um Außenposten der Elitiden zu vernichten. Die Geschichte erinnert mich ein bisschen an die Vulkanier, die sich ja auch vor langer, gut, die wurden nicht versklavt, aber vor langer, langer, langer Zeit aufgespalten haben in zwei Rassen. Und zwar in eine logische, friedliebende Rasse, die Vulkanier, und in eine von Hass und Wut und Zorn und Emotionen zerfressene Rasse, die Romulaner. Das passt so ein bisschen, ne? Und die Romulaner sind ja auch nicht gerade die größten Freunde des Friedens und des Spaßes. Okay, wisst ihr was? Ich werde mich ein bisschen hier an den Ausblick stellen und den Ausblick ins Weltall genießen, denn die Folge für heute ist vorbei und ich werde ein bisschen mit dem Stream zusammen noch diesen Ausblick begutachten und erleben, bevor wir uns dann beim nächsten Mal in die... Ich hoffe, ins Weltall stürzen. Ich hoffe. Wir haben gehört, 120 Meter um den Asteroiden ist Luft. Die Drachen fliegen umher. Da hinten sehe ich eine Plattform. Ich hoffe so sehr, dass wir rauskommen ins Weltall. Oh mein Gott, ich hoffe es so sehr. Oh mein Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, wenn ich ein bisschen fangassen werde in der nächsten Zeit übers Weltall. Wie cool ist das bitte? Neverwinter und Weltall. Viel cooler kann das... Es gibt kaum noch... Wenn sie jetzt wirklich noch... Hätten sie... Würde es in diesem Modul ein Riesenreitkaninchen geben, hätte Neverwinter für alle Zeiten gewonnen. Dann hätten sie alles vereint, was cool ist für mich. Und es gäbe nichts, was ich noch... Gut, es gäbe dann nichts mehr, was ich noch brauchen würde, ne? Das wäre für mich dann am Ende. Dann hätten sie alles eingebaut und dann wäre es perfekt. Und so haben sie immer noch etwas, woran sie arbeiten können. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.